Hallo, willkommen zurück zu einem neuen COD-Gameplay. Heute auf der Map Comeback mit der Waffe Ball Obsidian Steed, mit den aufsetzenden Schalldämpfer, Griff und erweitertes Magazin. Dann als Abschlussserie Paladin, Drohne, Raketenschlag und Bombardierung. Modus Herrschaft und eine gekaufte Tarnung von dem ersten Personalisierungspaket, das rausgekommen ist für Advanced Warfare. Dann das Gameplay ist 42 zu 12, glaube ich. Und es lohnt sich auf jeden Fall bis zum Schluss dran zu bleiben, weil da kommen noch zwei Fotos von meinem SCAF-Controller. Und kurz zu dem Thema noch. Ich habe gesagt, es kommt ein Unboxing. Das Problem ist, mein Handy ist wahrscheinlich befallen von diesem iPhone 6 Schaden, wo es mit der Kamera hat. Es flackert beim Filmen und darum konnte ich es nicht machen. Das ist ein bisschen dumm. Ich habe auf jeden Fall jetzt leider kein Unboxing machen können. Dafür habe ich trotzdem zwei Fotos gemacht, von vorne und von hinten eins. Und ja, hinten die Pedals sieht man gut auf dem Foto und vorne die Schriftzug und all die Farben und all das sieht man auch gut. Wovon ich ein bisschen enttäuscht bin, ist, bei M-Controller selber war das Pink Knallpink, also so ein Neonpink, wie wenn man einen Leuchtstift nimmt und so ein Pink war das, halt Neon, richtig knallig, und jetzt ist es eher so ein bisschen ins Rötliche. Es ist schon Pink, aber eher ein bisschen ins Rötliche rein, aber es gefällt mir natürlich trotzdem. Aber trotzdem sollte man schauen, dass man die richtigen Farben abbildet und nicht halt, weiß ich nicht, vielleicht war es nicht extra oder so, weil wenn man es vom originalen Seite nimmt, dann bekommt man auch einen Knallpinken, aber darum habe ich auch gedacht, es sei das Pink. Aber egal, wollen wir jetzt stundenlang über die Farbe reden. Sorry für meine Stimme, ich bin ein bisschen erkältet. Und ja, nächste Woche kommt auf jeden Fall noch das eine Black Ops 3 Gameplay, was ich noch habe, weil ich Lust habe, irgendwie das zu veröffentlichen auch, obwohl es jetzt nicht die beste Runde war, aber scheißegal, ich finde es trotzdem irgendwie cool. Und irgendwie benutzen die ganzen großen YouTuber nur noch Black Ops 3 Videos und ich mehr AW-Videos, bin ich voll scheiße irgendwie, voll schade. Aber naja, egal. Bei mir kann man auf jeden Fall, bis es November ist und bis das Spiel bei mir ist, noch nur AW-Videos, außer dieses eine Ausnahme, weil es war schon hartnäckig, die zu speichern. Darum gönne ich mir das mal. Und ja, was gibt es noch? Jetzt habe ich 3 Minuten schon durch und das Video geht noch weitere 7 Minuten. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass bei AW das neue DLC letzte Woche rauskam und ein Tag vorher kam der SCAF an. Das fand ich auch schon sehr nice. Ein Tag SCAF, den nächsten Tag war dann das DLC raus. Fand ich irgendwie passend. Auf jeden Fall kommen noch Gameplays dann von den neuen DLCs. Habe ich ja gesagt, mache ich mal was. Ich habe mir noch überlegt, vielleicht mache ich mal so ein Special Video 1 gegen 1 Sniping mit meinem Freund oder so. Ich kann nicht versprechen, dass ich da gewinne, weil beim Snipen bin ich echt nicht gut. Und ich war bei MW3 immer mit der Barrett unterwegs, aber wer MW3 gespielt hat, wer MW3 die Sniper kennt, weiß genau, dass die Barrett einer von den einfachsten Sniper war, die es überhaupt gab. Ich meine, ja, das war jetzt nicht unbedingt schwierig. Ich hatte die auch in Gold einmal. Ich hatte aber auch viel trainiert mit der Sniper. Ich habe auch mit der A50 oder wie die hieß, ich weiß gerade nicht mehr, ist so lange her, dass ich MW3 gespielt habe. Habe ich auch gespielt. Mit der war ich auch nicht schlecht. Das war dann schon wieder etwas vollkommen anderes als mit der Barrett. Hier habe ich jetzt nur anfangs mit dem Morse gespielt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich bei AW auch die Sniper, die am meisten gebraucht wird. Aber ich glaube, ich hätte auch mal voll Bock so auf eine private Runde, dann die einfach zu speichern. Und ja, wäre natürlich cool, wenn ich irgendwie den Party-Chat mit aufnehmen könnte direkt. Das Problem ist nur, dass wir Schweizerdeutsch reden. Das versteht dann auch nur das Schweizer Publikum. Und ich habe einen Freund,
Das weiß ich. Ich weiß nicht, wie viel Prozent hier Deutsche zuschauen und ob wir nur Schweizer unter uns sind. Auf jeden Fall weiß ich, dass ein Deutscher zuschaut und das ist einer von meinen besten Kumpels. Mit dem spiele ich auch zurzeit fast täglich Warframe. Ja, ich kenne jetzt schon seit MW3-Zeiten. Wir zocken regelmäßig zusammen und er guckt meine Videos auch regelmäßig. Das freut mich. Danke doch mal. Ja, und darum ist es fast schon Pflicht, Hochdeutsch zu reden. Natürlich könnte ich mal so ein Special machen. Ich glaube, er hätte da auch nichts dagegen. Er sagt immer, er mag es, das Schweizerdeutsch. Aber wenn es halt dann richtig so schnell ist und so, dann versteht er halt gar nichts. Wisst ihr, Schweizer Kumpels hier, die zuschauen, das wäre schon ein bisschen arschlochhaft, finde ich. Ich weiß aber noch nicht. Aber ich glaube, man kann nämlich den Party-Chat mit aufnehmen. Ich bin mir aber nicht sicher. Weil, wenn es eh nicht gehen würde, wäre es ja gar keine Diskussion wert. Dann würde ich einfach wieder den Sprachding nachträglich aufnehmen, wie ich es bei jedem Gameplay mache. Habt ihr eigentlich schon gesehen? Ich habe einen neuen YouTube-Banner. Ich bin aber noch dran, einen noch besseren zu machen. Ich finde den schon ziemlich gut. Aber ich finde den Neon-Hintergrund von der Schrift nicht so geil. Ich finde, wenn es zu Black Ops 3 schon oder was auch immer, egal, Black Ops 2 war auch schon orange, dann hätte ich es orange machen müssen. Aber es war so eine spontane Idee, das Bild noch umzuändern. Dann haben wir zuerst ein AW-Bild drin gehabt. Dann hat es aber irgendwie nicht gut ausgesehen. Dann habe ich gesagt, ja, okay, komm, mal gucken, wie das mit Black Ops 3 aussieht. Dann fand ich das ganz nice. Dann konnte ich aber die Schrift nicht mehr ändern, also diesen Neon-Hintergrund nicht mehr ändern und die Schriftart und bla 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 nicht ändern. Ich finde das ganz schön nice, aber irgendwie zu unfeminin oder wie auch immer das heißt, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es nicht so weiblich. Ist ein bisschen grob alles. Ich weiß nicht. Ich bin aber noch dran und überlege mir, noch eins zu machen. Jetzt, wo ich weiß, wie es geht, macht es auch ziemlich Spaß, diese Banner zu machen. Das ist mit dem Programm GIMP 2, glaube ich, GIMP 2. Das ist gratis zum Downloaden und ich sage euch, wenn man checkt, wie es geht, dann ist es richtig cool. Ich finde das richtig, richtig, richtig lustig. Ja, weiß nicht. Mir macht das ganze YouTube-Ding allgemein Spaß. Ich finde, wenn ich da noch professionell dran gehen könnte, wäre das schon ganz nice. Ich meine, manchmal so ein Live-Commentary so mit Cam und so, finde ich auch ganz schön nice. So. Also ich müsste jetzt auch nicht die ganze Zeit eine Cam vor der Fresse haben, so wie zum Beispiel Gronkh oder so. Aber da sind halt die Fans auch schon so hardcore, dass sie sagen, ja, komm, mach doch mal dieses Horror-Game mit Cam, mach dies und das. Ich meine, Vorschläge sind immer gut, aber ich denke, er ist ein bisschen eingeschränkt. So manchmal, mit was er tun kann. Weil er halt so, er ist so ein lieber Mensch, dass er irgendwie auch nie Nein sagen kann. Weil bei Until Dawn hat er eigentlich selber gesagt, nee, ich will eigentlich das Game lieber ohne machen, weil es so storylastig ist und so. Das wäre dann ein bisschen mühsam, Cam immer ein- und auszumachen. Aber jetzt macht er es trotzdem mit Cam. Ich meine, er hört schon ganz gut auf die Fans, was auch gut ist. Aber ich denke, man sollte auch noch ein bisschen selber für sich entscheiden, was man halt jetzt mehr Bock hat. Aber auf jeden Fall, naja, finde ich das Let's Play auch wieder gut von ihm. Ich wollte jetzt gar nicht über Gronkh reden, aber das hat mich gerade ein bisschen erinnert. Ich meine, wenn man da mit Cam, ich glaube, wenn man mal mit Cam anfängt, dann wollen alle die ganze Zeit, dass man nur noch Commentaries mit Cam macht und so. Aber ich bin halt schon so, ich muss die ganze Zeit auch bei Skype, muss ich gucken, wie sehe ich aus, ist es gut so, ist es gut so. Ich meine, das nervt dann. Dann kann ich kann mich nicht darauf konzentrieren, ob ich in Anführungszeichen jetzt gut aussehe auf der Cam oder ob das Commentary jetzt gut kommt, ob das und das gut kommt. Ja, das sind mir, ich denke, ja, Frauen sind Multitasking, aber trotzdem, das ist schon sehr, sehr anstrengend dann bestimmt, wenn man auf alles irgendwie achten muss. Ich denke, ab und zu mal so eins würde schon Fun machen, aber das braucht noch ein bisschen Zeit. Ich mache lieber jetzt noch ein bisschen meine Gameplays und laber dazu ein bisschen. So finde ich es eigentlich ganz chillig. So wollte ich das eigentlich auch immer. Ja, es verbessert sich dann schon. Aber es braucht Zeit.
Auf jeden Fall danke für die 26, die noch mit dabei sind. Leider habe ich ein D-Abo. Habe ich sehr traurig gemacht. Naja, egal. Auf jeden Fall sind wir immer noch 26 und danke an die 26 Leute, die treu bleiben und hier bleiben und meine Videos liken, manchmal kommentieren. Ich habe einer, der kommentiert sehr aktiv. Danke dafür. Das freut mich immer, wenn ich einen Kommentar von dir lese. Ich weiß gerade deinen Namen nicht, sorry. Aber dein Profilbild ist sehr witzig. Hier noch die Bilder von meinem Controller. Und ich verabschiede mich nun für heute. Und sorry für die Hintergrundgeräusche, ich habe mit meinen Haaren gespielt. Okay, tschüss.